Well, I'm very happy to address you all. Ich bin sehr froh, zu Ihnen allen sprechen zu können. Dies ist ein recht ungewöhnliches Format für ein Internetforum, zu dem wir eine Brücke zwischen den Amerikas und Europa schlagen. Aber ich denke, das besondere Thema, mit dem wir uns heute befassen, verlangt einen solchen Ansatz. Denn wir stehen jetzt vor einer unglaublichen Gefahr für die menschliche Zivilisation. Uns droht ganz unmittelbar ein globales faschistisches Regime. Und wir stehen auch inmitten eines finanziellen Zusammenbruchs. Und eng damit verbunden stehen wir auch am Rande eines dritten Weltkrieges, der sich sehr leicht zu einem thermonuklearen Krieg entwickeln und damit zur Auslöschung der Menschheit führen würde. Der Grund, warum ich das sage, ich spreche ja aus Deutschland zu Ihnen und ich habe das Beispiel dessen, was in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in Europa geschehen ist. Und auch wenn die Lage heute noch viel dramatischer ist, gibt es trotzdem Parallelen, aus denen wir sehr leicht Lehren ziehen können. Denn wie die Welt dies bitter erleben musste, reagierten wir in Europa auf die große Depression mit Faschismus. Wir hatten Hitler, wir hatten Mussolini, Franco und das Pétain-Regime in Frankreich. Und aus diesen faschistischen Lösungen für die Wirtschaft und diesen faschistischen Regimes entwickelte sich der Zweite Weltkrieg. Zum Glück wählte Franklin Roosevelt in den Vereinigten Staaten einen ganz anderen Weg. Und das war der, es mit dem Bankensystem der Wall Street aufzunehmen, die Glass-Steagall-Bankentrennung durchzusetzen, eine Pecora-Kommission einzusetzen, um die kriminellen Banker ins Gefängnis zu bringen und dann die Vereinigten Staaten mit dem New Deal und einem Infrastrukturprogramm wieder heraus aus der Depression zu führen. Diese beiden Beispiele sind auch heute die beiden möglichen Wege, die die menschliche Zivilisation einschlagen kann. Heute setzen sich die Wall Street und die City of London und die EU-Kommission ganz offen für faschistische Lösungen ein und sie verhehlen das nicht, wie ich gleich zeigen werde. Das Gute ist, dass der Kampf für die Rückkehr zu Glass-Steagall in den Vereinigten Staaten gewaltige Fortschritte macht. In den letzten beiden Wochen hatten wir gerade eine beispiellose Mobilisierung in den Vereinigten Staaten, eine nationale Mobilisierung im Kongress, im Senat, wo jetzt ein Gesetz dem Kongress vorliegt, das bisher von 71 Abgeordneten unterstützt wird. Es gibt zwei verschiedene Anträge im Senat, ebenfalls für Glass-Steagall, und wir haben viele nationale und regionale Organisationen, die herausgekommen sind und die sofortige Wiedereinführung von Glass-Steagall fordern. Heute ist der 27. Juli. Der Kongress wird am 2. August in Parlamentsferien gehen und wir versuchen nichts weniger als den Kongress dazu zu bewegen, dass er Glass-Steagall noch vor dieser Sitzungspause beschließt oder in Washington bleibt, weil die Krise so unmittelbar droht, dass eine Aufschiebung dieser Entscheidung sich als zu spät und fatal erweisen könnte. Also die Lage ist sehr, sehr dringend. Das System ist hoffnungslos bankrott. Es gibt derzeit 1,4 Billiarden an ausstehenden Derivatkontrakten. Und wenn diese fällig werden, dann gibt es praktisch nichts, was dieses System retten kann. Wenn eine der Too-Big-to-Fail-Banken fällt, dann wird es nicht eine einzelne Bank sein, sondern es bestünde sofort eine Gefahr, die mit einer Supernova verglichen wurde, nämlich, dass sich das gesamte Finanzsystem komplett in Luft auflöst. Das ist der Finanzoligarchie vollkommen klar. Und deshalb sind sie zu allem entschlossen, nach 5 Jahren der Bailout-Politik, die bereits ein gigantischer Transfer von Reichtum von den Armen zu den Reichen waren, einer Zeit also,
in der die Spielschulden dieser Spekulanten in Staatsschulden verwandelt wurden. Nun, diese Option ist immer noch auf dem Tisch. Sie drucken immer noch Geld, aber sie hat sich erschöpft. Und deshalb werden sie jetzt versuchen, noch weiter zu gehen und neben dem hyperinflationären Gelddrucken, dem sogenannten Quantitative Easing, ein weiteres neues sogenanntes Instrument einzuführen, das sogenannte Bail-in. Das erste Mal, als die Welt sah, was dieses Bail-in-Instrument ist, war das sogenannte Zypern-Modell, bei dem sie einfach eines schönen Tages alle Investoren und Anleger der zypriotischen Banken enteignet haben und ihnen einen sogenannten Haarschnitt verpassten, bei dem die Guthaben um 60% reduziert wurden. Und das bedeutet in der Konsequenz eine unmittelbare Reduzierung der Lebenserwartung, wozu ich Ihnen gleich Zahlen anführen werde. Das Zypern-Modell war nur der erste Schritt. Es soll jetzt überall zur Anwendung kommen. Nun wurde gerade das zweite solche Modell eingeführt, in Detroit, wo man nach dem gleichen Modell eine Gläubigerhierarchie schuf, in der die großen Banken und Spekulanten und Händler 80% ihres Geldes bekommen, während die Pensionäre und die übrigen Staatsbediensteten von jedem Dollar nur Pennies erhalten. Und das hat gerade Kevin Orr entschieden, der Zwangsverwalter von Detroit. Also, der Bail-in ist im Grunde eine Enteignung der Anleger. Dieses Instrument wurde von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich entwickelt, zusammen mit der ISDA, der International Swaps and Derivatives Association, der ungefähr die 20 größten Too-Big-to-Fail-Banken der Welt angehören, die sogenannten G-SIFIs, die global systemisch bedeutenden Finanzinstitute, die mit der EU-Kommission eine Richtlinie ausgearbeitet haben, die derzeit im Europäischen Parlament beraten wird und in Großbritannien, in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten bereits gesetzlich eingeführt ist. Von dieser Gläubigerhierarchie sind Derivate ausgenommen. Während der tatsächliche Besitz der Menschen, ihr Lebensstandard, ihre Pensionen, Gehälter, alle Dinge dieser Art auf einen kleinen Prozentsatz zusammengestrichen werden. Und es ist jetzt sehr klar, wenn man das Zypern-Modell oder jetzt das Detroit-Modell auf die gesamte Eurozone anwendet und auf die gesamten Vereinigten Staaten, und das ist die Idee, dann bedeutet das, dass man Millionen Menschen unmittelbar umbringt. You are immediately killing millions of people. They are now openly calling for fascist. Diese Kreise fordern jetzt ganz offen faschistische Lösungen. JP Morgan, eine der größten der Too-Big-to-Fail-Banken, hat kürzlich ein 16-seitiges Papier veröffentlicht mit dem Titel »Die Euro-Anpassung etwa auf halbem Wege«. Darin sagen sie im Grunde, dass es ihnen bisher nur zur Hälfte gelungen ist, eine Bankendiktatur zu errichten und dass das Hindernis, das aus dem Weg geräumt werden müsse, um eine vollständige Diktatur zu verwirklichen, die Verfassungen seien, insbesondere in Südeuropa, die als Antwort auf den Faschismus geschaffen wurden und deshalb immer noch Prinzipien enthalten, die es unmöglich machen, jene Maßnahmen durchzusetzen, die sie jetzt durchsetzen wollen. Nun, diese Verfassungen enthalten beispielsweise Vorschriften über die Menschenrechte. Und sie enthalten protektionistische Prinzipien, die die Löhne, Gehälter und Renten und die Würde der Menschen und so weiter schützen. Neben dieser Forderung von JP Morgan gibt es ebenfalls ein Papier der Boston Consulting Group. Das ist die zweitgrößte Unternehmensberaterfirma der Welt, in dem sie offen sagen,
dass die Form der Austerität, die Sie in Europa durchsetzen wollen, aber auch in der Dollarzone, Lösungen wie in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts verlangen. Ein Umfeld wie in den 30er Jahren, was ganz klar bedeutet, faschistische Regierungen. Weiter sagen sie, dass der durchschnittliche Haarschnitt, den sie für die Eurozone vorschlagen, 34% aller Besitzwerte wären. Aber einige Länder müssten größere Kürzungen hinnehmen, wie Griechenland mit 47%, Spanien mit 56% und Portugal mit 57%. Genau das ist die Politik der G20. Denn beim jüngsten Treffen der G20 im Juli in Moskau gaben sie eine Erklärung ab, in der sie die Richtlinien des Finanzstabilitätsrates für eine Bail-in-Politik unterstützten. So sagte der IWF seinerseits in seiner jüngsten Einschätzung zur Krise der Eurozone, all das sei noch nicht genug. Wir müssten sofort eine Bankenunion haben, eine zentraleuropäische Behörde für grenzüberschreitende Bankabwicklungen. Und das bedeutet praktisch, die Bankkunden aller Länder, aller Sparkassen, jeder, der Bankguthaben in diesen Banken hat, herangezogen würden, wenn beispielsweise die Spielschulden einer der großen Hedgefonds der Investmentbanken zur Zahlungsunfähigkeit dieser Bank führen würden. Und da das Dodd-Frank-Gesetz dies bereits vorsieht, würde es nicht nur europaweite grenzüberschreitende Bankabwicklungsbehörden geben, sondern internationale. Und damit würde praktisch jedermann in der Eurozone und in Amerika enteignet. Der Präsident des Bayerischen Genossenschaftsverbandes, Stefan Götzl, bezeichnete dies als Ermächtigungsgesetz, wie das der Nazis in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und er sagte, wir in Deutschland hatten ja leider schlechte Erfahrungen mit Ermächtigungsgesetzen und deswegen lehne er es ab. Der Grund dafür ist, dass die deutschen Sparkassen und Volksbanken nicht dafür gerade stehen wollten, wenn diese Banken kollabieren. Wenn diese Maßnahmen eingeführt werden, und das ist noch für diesen Herbst geplant, angesichts der Menge der ausstehenden Schulden und der anderen Probleme der Weltwirtschaft, nämlich der gegenwärtigen Nahrungsmittelknappheit durch die Kombination der EU-Agrarpolitik, der Agrarpolitik der Regierung Obama und den Missbrauch von Nahrungsmitteln als Biotreibstoffe, die fehlende Kompensation für Dürren und Überschwemmungen, die große landwirtschaftliche Produktionsgebiete zerstört haben, sowie dem Scheitern der Energiepolitik in Deutschland. All das hat die reale Wirtschaft bereits in eine schreckliche Krise gestürzt. Dieser Bail-in würde dann den sofortigen Tod von Millionen Menschen bedeuten und die Welt ins Chaos stürzen. Und offensichtlich ist die Idee, gleichzeitig in der gesamten transatlantischen Region faschistische Diktaturen einzusetzen. Nun, ich weiß aus absolut verlässlicher Quelle, dass in den Kreisen der EU-Kommission ganz offen untereinander darüber diskutiert wird, die Lebenserwartung der Bevölkerung auf 66 Jahre zu senken. Sie sagen nämlich, angesichts all dieser demografischen Änderungen, die Menschen werden älter und wir können es uns nicht mehr leisten, die Renten zu bezahlen. Wie will man nun die Lebenserwartung auf 66 Jahre senken? Nun, es ist die altbekannte, erprobte Methode der Finanzoligarchie, nämlich die vier Reiter der Apokalypse einzusetzen: Hunger, Pest, Krieg und Tod. Wenn man also die politischen Maßnahmen sieht, das ist keine Unschuld und keine Inkompetenz. Die Zahl der Menschen soll vorsätzlich reduziert werden. Das ist Umsetzung der Politik des britischen Empire, das ganz offen und wiederholt das Ziel verkündet hat, die Weltbevölkerung von derzeit 7 auf 1 Milliarde Menschen zu reduzieren.
Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dieser Wirtschaftspolitik und der Zerstörung der produktiven Kapazitäten und der Lebenserwartung. Productive capacities and, you know, the life expectancy. For example, the Robert Koch. So hat zum Beispiel das Robert-Koch-Institut in Deutschland gerade eine Studie veröffentlicht, wonach die Reichen in Deutschland, was immer noch ein relativ wohlhabendes Land ist, 11 Jahre länger leben als die Armen. Und der Deutsche Ärztetag hat im Mai eine Erklärung abgegeben, dass es einen direkten Zusammenhang gibt. Je niedriger das Einkommen, desto weiter sinkt die Lebenserwartung. Sie bezeichnen das als Schande und sagen, dass das in einem reichen Land wie Deutschland nicht der Fall sein sollte. Aber die Zahl der Armen ist auch in Deutschland in den letzten 10 Jahren massiv gestiegen. In anderen Ländern ist das noch viel dramatischer. In Glasgow, in Schottland beispielsweise, beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer im armen Stadtteil Kelton 54 Jahre. Und im reichen Stadtteil Lindsay, in der gleichen Stadt, ist sie 82 Jahre. Im 4. Armutsbericht der deutschen Bundesregierung, der kürzlich veröffentlicht wurde, schreiben sie, dass die reichsten 10% der Bevölkerung mehr als 53% aller Werte besitzen, während die untere Hälfte nur 1% aller Werte besitzt. Possesses less than 1% of all assets. Well, in Greece, the picture. In Griechenland ist das Bild offensichtlich noch viel dramatischer. Der UN-Menschenrechtsinspektor Lumina hat der Troika, also dem IWF, der EZB und EU-Kommission, vorgeworfen, dass sie massive Menschenrechtsverletzungen begangen hat durch Austerität, Liberalisierung, Privatisierung, Senkung der Löhne, Entlassungen und übermäßig harte Maßnahmen. Die Arbeitslosigkeit in Griechenland ist massiv angestiegen, auf etwa 27%, die Jugendarbeitslosigkeit auf 64,2%. Die Obdachlosigkeit ist um 25% angestiegen. Es gibt jetzt eine Umfrage, die zeigt, dass die Menschen in Griechenland alle Hoffnung verloren haben. Sie sind nur noch beherrscht von Wut und Verzweiflung. Die Menschen wurden gefragt, was ist Ihr Eindruck von der Wirtschaft? 98% sagten schlecht. Haben Sie Vertrauen in die Regierung? 90% sagten keines. Die Bevölkerung ist bereits um 1 Million von 10 Millionen gesunken, also um 10% aufgrund von Auswanderung und frühzeitigem Tod. Die Geburtenrate ist um 10% gesunken. Die Land der Totgeburten ist in einem europäischen Land um 20% gestiegen. Das Gesundheitssystem ist völlig kollabiert. Die Verfügbarkeit lebensrettender Krebsmedikamente, Antibiotika und anderer Dinge, wie zum Beispiel Betäubungsmittel, ist um 90% zurückgegangen. 15% haben gar keine Krankenversorgung mehr. Es fehlen 6.500 Ärzte und 20.000 Krankenpfleger. Die Zahl der Kinder, die jetzt zur Kategorie der schwerwiegende materielle Notleidenden gehören, ist auf 320.000 gestiegen. Nun, das entspricht einer recht großen Stadt von Kindern, die in völliger Armut leben. Die Zahl der Selbstmorde ist von 2010 auf 2011 innerhalb eines Jahres um 26% gestiegen. Schauen wir uns das Modell Griechenland an. Betrachten wir zunächst die Zahlen. Das ist die Arbeitslosigkeit. Die nächste Folie. Hier sehen Sie die Erfolgsgeschichte des IWF. Das sind die Zahlen, die ich gerade erwähnt habe. Kommen wir zum Zypern-Modell, dem nächsten Bild. Nun, der Bail-In hat den Bankkunden 70% der einheimischen Bankguthaben gestohlen.
Eine Studie hat gerade gezeigt, wie wir im nächsten Bild sehen, dass die Wirtschaft infolgedessen um 60% geschrumpft ist. Next slide, please. Is shrinking by 60%. Now that is not a figure. Das ist nicht bloß eine Zahl. Das bedeutet, dass alle kleinen Geschäfte, die Familienbetriebe, das, wovon die Menschen leben, gerade vollkommen beseitigt wurde. Mit der gegenwärtigen Politik hat Zypern keine Chance, sich zu erholen. Man erwartet, dass die Arbeitslosigkeit bis 2015 auf 40% ansteigen wird. And by 2015. Now let's go to the next slides and then to Italy. Kommen wir zum nächsten Bild und dann zu Italien. Auch Italien, und das ist immerhin das drittgrößte Land der EU, steht auf der Liste für Massenmord. Targeted for complete murder. Now one of the co-authors of the Club of Rome, which is one of the Einer der Autoren des Club of Rome. Das ist eine der üblen oligarchischen Institutionen, die für die Lüge der Grenzen des Wachstums verantwortlich ist und zu den Gründungsorganisationen der weltweiten Ökologiebewegung gehört. Einer der Co-Autoren von Die Grenzen des Wachstums, Jürgen Renders, hat richtig gesagt, dass die EU-Kommission eine Elitokratie darstellt, also die Herrschaft einer Elite, die in der Lage war, diesen Ländern Maßnahmen aufzuzwingen, wie sie die gewählten nationalen Regierungen niemals hätten durchsetzen können. Und das ist absolut wahr. By nationally elected governments, which is absolutely true. Then he praises the Monti government for having measures. Dann rühmt er die Regierung Monti dafür, dass sie in Italien Maßnahmen durchgesetzt hat, die zur weltweit niedrigsten Geburtenrate geführt haben. Nämlich nur 1,3 Kinder pro Frau und Bedingungen geschaffen hat, unter denen die Frauen wählen müssen, ob sie arbeiten oder Kinder bekommen, aber nicht beides gleichzeitig tun können. Nun, infolgedessen gab es 2012 einen demografischen Rekord. Es wurden noch weniger Babys geboren, 12.000 weniger Babys als 2011, und die Todesrate stieg. Es starben 19.000 Menschen mehr, sodass die Bevölkerung insgesamt um 78.697 Menschen zurückging. Das entspricht einer Stadt mittlerer Größe. Die Jugendarbeitslosigkeit ist um 45% gestiegen. Die Arbeitslosigkeit liegt jetzt bei 12,2% und die Gesundheitsausgaben sind um 1,9% zurückgegangen. Es wurden 500.000 Patienten weniger in die Krankenhäuser aufgenommen, verfügbare Krankenhausbetten 15% weniger. Und aufgrund dieser Lage ist auch die Zahl der Selbstmorde massiv angestiegen. The suicide rate has gone up massively there as well. Now, can you take away the slide? Now, if you think this is only Wenn Sie nun glauben, dass das nur in den armen südeuropäischen Ländern so ist, dann kann ich Ihnen versichern, dass die gleichen Bedingungen auch in den Vereinigten Staaten herrschen. Das Journal of the American Medical Association hat gerade einen Bericht veröffentlicht, wonach die Lebenserwartung in den Vereinigten Staaten bei 78 Jahren liegt. Aber in vielen Gebieten ist der Unterschied zwischen Arm und Reich genauso dramatisch. In McDowell County in West Virginia liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei 63,9 Jahren. In Fairfax County, Virginia sind es 81,7 Jahre. Die Vereinigten Staaten liegen nach der Lebenserwartung unter den OECD-Ländern nur an 27. Stelle. Und man sieht in Detroit die gleiche Tendenz wie in Griechenland, Zypern und Spanien. Tendency like in Greece, Cyprus and Spain. Now, one should really say this is not a natural catastrophe. Man sollte also wirklich betonen, dass das keine Naturkatastrophe ist
und dass es völlig unnötig ist. In 2005 Lyndon LaRouche intervened when the auto crisis. In Detroit intervenierte Lyndon LaRouche 2005, als die Autokrise einen Höhepunkt erreichte, indem er vorschlug, den Maschinenbausektor, also die Entwicklungs-, Maschinen- und Werkzeugbaukapazitäten, umzurüsten und damit andere Dinge zu bauen, wie etwa große Landwirtschaftsmaschinen, Magnetbahnen, Hochgeschwindigkeitszüge, Schleusen für Wasserstraßen und so weiter. Und damit hätte man diese sehr wichtigen Kapazitäten erhalten können, die jetzt zusammengebrochen sind oder stillgelegt wurden. Capacity of the auto industry, which now is totally collapsed and has been shut down. Now, what happened instead was that. Stattdessen hat man dann versucht, die Verluste in den städtischen Pensionsfonds durch einen Komplex finanzieller Geschäfte auszugleichen. Die Stadt nahm mehr als 1,4 Milliarden Dollar auf und hat damit eine Serie von Derivaten im Umfang von Hunderten von Millionen Dollars gekauft. Zwei Dienstleistungsgesellschaften haben dann Trusts eingerichtet, die sogenannte Genussscheine für Pensionsverbindlichkeiten an Investoren verkauft haben. Dann kaufte die Stadt, um sich selbst abzusichern, auch eine Kreditversicherung, die angeblich die Investoren ausbezahlen sollten, wenn die Trusts zahlungsunfähig würden. Die Banken, die daran beteiligt waren, waren Merrill Lynch, UBS, Dexia, Commerzbank und andere. Die Zinsraten für diese Absicherungen wurden in der Folge sehr schnell zu einem Problem. Und als 2009 das Kreditrating der Stadt Detroit herabgestuft wurde, griff eine Klausel, die Detroit zwang, sich aus dem Vertrag herauszukaufen, und das kostete mehrere hundert Millionen Dollar. Dann schloss die Stadt einen weiteren Vertrag, in dem sie die zukünftigen Steuereinnahmen aus den Casinos der Stadt verpfändete. Ein Nebeneffekt dieses Geschäftes war, dass diese Banken nicht mehr ungesicherte Gläubiger waren, sondern abgesichert waren. Und deshalb können die Banken nun, nachdem Detroit Insolvenz angemeldet hat, 80% der verfügbaren Werte beanspruchen, während die Rentner und andere bloß Pennies für jeden Dollar erhalten. Nothing or pennies. Now the cost of these credit default swaps. Die Kosten dieser Kreditausfallswaps wurden nicht zuletzt durch die kriminellen Libor-Manipulationen in die Höhe getrieben, bei denen etwa 20 der größten Banken der Welt jahrzehntelang die Libor-Zinsen manipulierten, sodass 75% aller Städte in den Vereinigten Staaten zusammengenommen dreistellige Milliardenbeträge verloren. In the United States, three-digit billions of losses. They also caused massive losses to America. Sie verursachten auch massive Verluste für die amerikanischen Krankenhäuser, die Pflegeheime, die Kommunen in Europa, und mit diesen Auswirkungen wurden viele, viele Menschen umgebracht. Now obviously this is a total violation. Das ist offensichtlich ein grober Verstoß gegen die Verfassung von Michigan. Und wir haben erklärt, dass der Kampf für Detroit der Wendepunkt für diesen Bankenfaschismus in den Vereinigten Staaten sein muss. Und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, das nicht durchgehen zu lassen. Wir haben auch einen Plan für die wirtschaftliche Entwicklung Südeuropas ausgearbeitet, der sofort umgesetzt werden könnte, wenn der politische Wille dafür mobilisiert werden kann. Das ist eine Art Marshallplan für Südeuropa und den Mittelmeerraum, der die Armut sofort beseitigen würde. Er würde anfangen, produktive Arbeitsplätze zu schaffen, und er würde der dortigen Bevölkerung Hoffnung und eine Vision geben. Der Plan liegt nun bereit und man könnte morgen damit beginnen. Aber das Problem ist, dass die Wall Street und der europäische Bankensektor sich zu einem gigantischen kriminellen Monstrum entwickelt haben, das der Bevölkerung das Blut aussaugt. Sie haben auch eine Art Drehtür geschaffen, durch die die Banken die Parlamentarier in der Tasche haben.
Sie schicken ihre Beschäftigten aus, damit sie Abgeordnete werden oder als deren Mitarbeiter im Kongress oder im Bundestag oder in anderen Parlamenten arbeiten. Und dann bezahlen sie ihnen große Summen für ihre Geschäfte. Now, the problem is that the only way how we can get rid of this. Die einzige Möglichkeit, wie wir diese Krise überwinden können und wie wir all das stoppen können, ist die sofortige Durchsetzung von Glass-Steagall. Wir müssen die Wall Street bankrottieren, wir müssen die Londoner City bankrottieren und die Investmentbanken, die hinter diesen faschistischen Plänen stehen. Würde Glass-Steagall jetzt vom Kongress beschlossen werden, könnten wir die Geschäftsbanken retten und alles, was mit der realen Wirtschaft verbunden ist. Und man würde die Too-Big-to-Fail-Banken zwingen, ihre Bücher selbst wieder in Ordnung zu bringen, ohne Zugriff auf die Gelder der Bankkunden und ohne Stützungspakete der Steuerzahler. Without bailout packages from the taxpayer. And given the nature of the system, und angesichts der Natur des Systems müssten sie dann allesamt Insolvenz anmelden. Wir brauchen sie nicht. Wir brauchen keine Derivate, wir brauchen keine Investmentbanken, aber wir brauchen nationale Kreditschöpfung durch souveräne Regierungen. Und dann können wir so viel Kredit schöpfen, wie wir brauchen, um die reale Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Genau das hat Roosevelt 1933 getan. This is exactly what Roosevelt did in 1933. Und derzeit ist ein beinahe revolutionärer Prozess im Gang in den Vereinigten Staaten und wir haben ähnliche Gesetze in Europa eingebracht. Beispielsweise gibt es jetzt 5 solcher Gesetzesvorlagen in Italien. Es gibt in vielen Ländern in Europa eine enorme Diskussion über Glass-Steagall. Und wenn die Vereinigten Staaten sich für Glass-Steagall entscheiden, dann würde das zu einer sofortigen, dramatischen Änderung der Weltlage führen. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, warum wir unverzüglich Glass-Steagall brauchen. Wir stehen am Rande des Dritten Weltkrieges. Durch die Enthüllungen Edward Snowdens ist der größte Skandal der Geschichte ans Licht gekommen. Die NSA späht praktisch jeden in den Vereinigten Staaten, in Europa, in Lateinamerika und vielen anderen Ländern aus. Sie haben eine globale Überwachung aller Kommunikationen eingerichtet, von E-Mails, Textbotschaften, Telefongesprächen und allem anderen. Und das ist eine so unglaubliche Verletzung der Menschenrechte und der Privatsphäre, dass die brasilianische Präsidentin ganz recht hatte, als sie ein Treffen der UN-Generalversammlung forderte, um darüber zu diskutieren. Eine humoristische Anmerkung. Es gibt einen deutschen Ökonomen namens Hellmeier, der sagte, dass in einem Bündnis das Prinzip der Gleichheit gelten sollte. Warum übergeben also die amerikanischen Banken und anderen Institutionen nicht alle ihre E-Mails und Telefondaten an die europäischen Banken, die europäischen Unternehmen, die europäischen Regierungen und andere Institutionen, sodass jeder in Europa und in Lateinamerika die privaten Mitteilungen der Anwälte, Richter und Kongressabgeordneten in den Vereinigten Staaten lesen kann? Auf diese Weise herrschten dann für alle gleiche Bedingungen. Nun, das ist ein Vorschlag, über den man ja mal nachdenken kann. Aber zurück zur ernsthafteren Seite. Was treibt die Vereinigten Staaten und Großbritannien mit ihrem Temporary-Programm, das Snowden zufolge sogar noch schlimmer ist als die Spionage der NSA, was veranlasst sie dazu, so versessen darauf zu sein, die ganze Welt auf diese Art und Weise auszuspähen? Nun, das hat leider sehr viel mit dem zu tun, was man Globalisierung nennt. Oder der Absicht, dass man wirklich versucht, die ganze Welt einem globalen Imperium zu unterwerfen. Und die Idee, einen thermonuklearen Krieg zu riskieren und möglicherweise sogar einen präventiven Nuklearkrieg gegen Russland und China zu führen, hat den gleichen Grund, das globale Empire. Now, the official journal of the US Air Force a couple of months ago had an absolutely outrageous. Das offizielle Journal der US-Luftwaffe veröffentlichte vor einigen Monaten einen absolut empörenden Artikel, in dem sie schreiben, dass aufgrund der technologischen Entwicklung in der Kernwaffentechnik, bei den Trägersystemen, bei der Zielführung und Zielerfassung, die bisherige NATO-Doktrin der gegenseitig zugesicherten Zerstörung nicht mehr gelte.
Das heißt, dass die Anwendung und der Einsatz von Kernwaffen nicht mehr notwendigerweise dazu führen, dass alle vernichtet werden, sondern dass man das Nukleararsenal eines Gegners ohne nuklearen Fallout ausschalten könne und die Vereinigten Staaten somit einen präventiven Nuklearschlag gegen Russland und China überleben könnten. Dass dieser Artikel keine abweichende Einzelmeinung ist, zeigt ein neuer Artikel im Yale Journal of International Affairs von Professor Amitai Etzioni. Und ich rate unseren Zuhörern und Zuschauern dringend, ihn selbst zu lesen. Professor Etzioni ist ringing the alarm bell, so to speak. Darin schlägt Professor Etzioni sozusagen Alarm und sagt, dass die Regierung Obama derzeit Pläne für einen präventiven Nuklearschlag gegen China hat und dass die Doktrin des Luftseekampfes die Vereinigten Staaten geradezu zwinge, das zu tun. Und er sagt, man brauche dringend eine Debatte unter den gewählten Volksvertretern darüber, dass das der Plan der Vereinigten Staaten ist. Damit stimme ich völlig überein. Es muss dringend eine weltweite Debatte darüber geben. Denn nach dem Nürnberger Tribunal, nach der UN-Charta, nach jedem Völkerrecht ist die Vorbereitung eines Angriffskrieges ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und um wie viel mehr die Vorbereitung eines Nuklearkrieges? Ich denke, wir brauchen eine sofortige internationale Diskussion darüber und eine Revolte gegen eine solche Doktrin. Auch Paul Craig Roberts, ein früheres Mitglied der Reagan-Administration im Handelsministerium, hat gerade ein äußerst alarmierendes Video veröffentlicht, in dem er das Gleiche sagt, dass die USA einen Nuklearkrieg vorbereiten. Nun, wir brauchen Glass-Steagall. Denn nur wenn wir Glass-Steagall wieder in Kraft setzen können, können wir diese wahnsinnigen Pläne vereiteln. Denn wir müssen das ganze Paradigma verändern. Wir stehen derzeit als Menschheit insgesamt vor dem Abgrund der Vernichtung. Und wir müssen das Paradigma vollkommen verändern. Weg von Oligarchismus, Gier, Monetarismus, der Idee, dass der Mensch die Realität nur durch seine Sinnesorgane erkennen kann, weil der Mensch angeblich bloß eine höhere Tierart sei oder sogar, wie die Grünen behaupten, bloß ein Parasit der Natur, für die es umso besser sei, je weniger Menschen es gibt. Oder dass es die einzige Identität für den Menschen sei, im Hier und Jetzt nach Lust zu streben. Wir müssen zur wahren Identität der Menschheit übergehen. Die Menschheit ist die einzige kreative Gattung. Wir sind die einzigen, die bewusste Änderungen in unserer Lebensweise vornehmen können. Und die Tatsache, dass wir unser Bevölkerungspotenzial von einigen Millionen auf derzeit 7 Milliarden Menschen gesteigert haben und dies leicht auf mehrere zig Milliarden von Menschen steigern können, ist nur deshalb möglich, weil der Mensch in seiner kognitiven Existenz seine eigene Lebensweise durch technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt immer und immer wieder verändern kann. Wir brauchen völlig neue Ideen und eine Vision darüber, was die Zukunft der menschlichen Zivilisation sein soll. Wir brauchen Menschen, die nicht mit den Schweinen konkurrieren, wie es bestimmte Banker tun, die versuchen, als Erste am Trog zu sein, sondern wir brauchen Menschen, die ihre Identität darin sehen, kreative Menschen zu sein, die in der Lage sind, immer wieder neue physikalische Prinzipien zu entdecken, wunderschöne klassische Musik zu komponieren und wunderschöne klassische Dramen und Gedichte zu schreiben. Das ist das Konzept des Menschen, das wir brauchen, wenn wir als Gattung nicht nur diese Krise überleben wollen, sondern auch, um unsere Existenz als Menschheit im Weltraum für die kommenden mehreren Millionen Jahre zu garantieren. Denn die Menschheit sitzt nicht auf einem Planeten irgendwo in einem Vakuum.
sondern wir müssen mit solchen Bedrohungen wie Asteroiden fertig werden. Wir werden mit den Problemen umgehen müssen, die uns die Sonne bereiten wird, irgendwann in ferner Zukunft. Aber wir müssen dazu einfach unsere Denkweise ändern und eine menschliche Gattung entwickeln, die der Würde des Menschen gerecht wird. Ich denke, dass wir dazu fähig sind. Ich bin absolut optimistisch, dass die menschliche Gattung das schönste Geschöpf in diesem Universum ist und dass wir aus dieser Krise herauskommen können. Aber das wird nur möglich sein, wenn wir das Paradigma ändern. Wenn wir Glass-Steagall wieder in Kraft setzen, wenn wir eine souveräne Allianz vollkommen souveräner Republiken in der Tradition von John Quincy Adams schaffen, dann haben wir die schönste Zukunft vor uns.